Irgendwie muss das doch... muss doch irgendwie so funktionieren. Doch, gib mir. Nicht mehr hoch. Ja, beim Trampolin. Oh. Oh mein Gott. Aufschreiben. So, ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Legend of Zelda. WTF. Ich habe alles probiert gehabt und man hat ja sogar gesehen, dass die Flamme das Holz erreicht haben. Ich habe mir schon gedacht, dass es Holz ist. Aber es hat alles nicht funktioniert. Ich habe bestimmt hier nur 20 Minuten rumgegammelt. Sonst noch was? Oh Mann, ey. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Boah. War das ein Chaos, ey. Scheiß Dingsbums hier. Okay, wir haben jetzt alles soweit erledigt. Das heißt, wir können hier runtergehen. Warte, bevor ich da runtergehe, gehe ich zu Fuß zurück. Vielleicht, haben wir ja doch noch einen kleinen Bereich hier nicht gemacht. Doch, das haben wir alles gemacht. Doch, haben wir alles gemacht. Ja, ja. Haben wir alles gemacht. Achso, ich muss zu seiner Heimstätte, ne? Apropos, wir können aber noch was anderes machen. Erstmal pennen. Ja, ich weiß, dass es mit dem anderen Bett schneller geht, aber ich mach das jetzt so. So. Wow. Naja. Dann können wir aber diese Schatztruhe hier löschen. Wir könnten auch jetzt die zwei Sachen da holen gehen und noch viele weitere mehr. Ich glaube, da war noch eins und da. Aber ich gehe nach da. Hätte ich auch zu Fuß hingehen können, ne? Fällt mir so gerade ein. Naja, egal. Hier rein. Laut Yabu Yabus Heimstätte. Thank you.
Dort drin könnte ich einen Zugang zum Riss öffnen. Brechen wir auf. Du hast es immer noch nicht. So ein Unglück. Der Riss hat hier alles verschlungen. Hm? Nanu, da ist doch jemand. Bist du auch aus Sorge um Nadjabajaba hergekommen? Seit in seiner Heimatstadt ein Riss erschienen ist, schwimmt er wie wahnsinnig herum und richtet überall Verwüstung an. Wir sind hergekommen, um zu sehen, ob wir noch irgendwas unternehmen können. Wie, du willst durch das Tor? Es öffnet sich nur, wenn die Oberhäupter des Flussvolks und des Meersvolks hier gemeinsam musizieren. Alles klar. Wenn du möchtest, dass die beiden Oberhäupter hier musizieren, solltest du sie in ihren Dörfern aufsuchen und darum bitten. Immer diese Umstände. Das ist das Einzige, was er sagt. Oder sie oder er, ich weiß es nicht. Aber das dürfte ja kein Problem sein, denn wir haben beide Orte easy zur Verfügung. Aber ich habe mir schon sowas gedacht. Das soll ja nicht so einfach sein, da reinzukommen. Da wir wissen, wo wir hin müssen, ist das auch relativ easy zu machen. Nadjabajaba wittert herum. Alle im Dorf zittern vor Angst. Keine Sorge, euer mächtiger Anführer Dredd wird das hier schon irgendwie richten. Als letztes werde ich auch Nadjabajaba sehen, dann sehen wir weiter. Jawohl, Chef, auf dich nimmer Verlass. Und wie genau stellst du das an? Na, mit der Kraft der Musik natürlich. Meine Vorstellung wird ihn so umhauen, dass er gar nicht mehr ans Herumbieten denkt. Nebenbei kann ich so vielleicht dieser verfluchten Kutschrad zeigen, was für ein Mordstalent ich habe. Chef, fliegst du etwa immer noch mit der Chefin des Meeresvolks im Clinch? Sonst habt ihr euch doch immer sofort wieder vertragen. Diesmal dagegen zieht sich's echt hin. Diese doofe Seko hat sich über meine Musik lustig gemacht. Solange sie es nicht entschuldigt, gebe ich sicher nicht klein bei. Bliblablub. Jetzt ist nicht die Zeit, sich darüber aufzuregen. Wir haben Wichtiges zu tun. Du regst dich doch auf. Wer bist du denn? Egal, wenn du etwas von mir willst, musst du warten. Hast du etwas mit dem Chef zu besprechen? Wie du siehst, sind wir gerade beschäftigt. Und jetzt gerade muss der Chef auch noch mit der Anführung des Meeres vor dem Clinch liegen. Es fing ganz klein an und hat sich dann immer weiter hochgeschaukelt. Jetzt sind die Fronten hoffnungslos verhärtet. Früher haben sie sich so gut verstanden, da war alles leichter. Was drehst du so, Inaba? Wir müssen schleunig zum Parkplatz. Ja. Sorry, ich muss dann mal. Auf Klo? Was ist dein Clinch? Ich verstehe nur eins, wir finden hier kein Gehör. So kommen wir nicht zum Riss. Ja, ein Clinch ist ein anderes Wort für Streit einfach, ne? Gut, dann können wir ja zum Sora. Sora, Fluss. Nee, Meer. Volk. So, rein in die Olga. Aber ich muss sagen, ich finde die Meersoras cooler als die Flusssoras. Aber das war schon immer so. Erst taucht ein Riss auf und nun spielt auch noch Nadjabajaba verrückt. Was für eine vertragte Lage. Nadjabajaba ist der Schutzpatron unseres stolzen Volkes. Folglich fällt uns auch die Pflicht anheim, ihn zu besänftigen. Die Beispiellosigkeit dieser Ergebnisse erfordert eine Erwägung. Doch nun schreitet Kushara, Oberhaupt des Meeresvolkes, zur Tat. Eure entschlossenen Worte lassen mein Herz springen. Und was konkret gedenkt ihr zu unternehmen? Nadjabajaba war stets ein Freund unserer Musik. Ein gelungenes Ständchen sollte Balsam für sein Gemüt sein. Nebenbei kann ich so diesen impertinenten Dredd unter seine Kiemen reiben, dass ich die bessere Musikerin bin. Mir war schon aufgefallen, dass sie nun schon eine ganze Weile mit ihm im Clinch liegt. Und das wird auch bis in alle Ewigkeit so bleiben. Ich bin zum Schluss gekommen, dass jedes an ihn gerichtete Wort Verschwendung ist. Er hat sich in unverschämter Weise über meine Musik mokiert. Wie könnte ich ihm je wieder unbefangen ins Antlitz blicken? Schon immer war er auf Konflikt aus. Ein Ende unserer Streitigkeiten kann es allein geben, wenn er endlich einsieht, wer von uns besser musiziert.
Doch, genug davon, Rockmar. Lass uns unverzüglich aufbrechen. Auch zum Parkplatz? Mhm. Oh, eine hylianische Besucherin? Verzeih mir, aber ich bin sehr beschäftigt. Ich hoffe, dein Anliegen duldet Aufschub. Eigentlich nicht, aber okay. Bekabbelt euch halt weiter. Hm. Ich grüße dich. Bist du für eine Audienz gekommen? Ich hoffe, du musst noch ein bisschen warten. In all diesem Unbill. Was ist denn Unbill? Hab ich ja noch nie gehört. Das kommt wahrscheinlich von Billigen, ne? Aber. Okay. Üblicherweise derlei Differenzen im Flossen, ungewöhnlich aufgeräumt. Aber diesmal hat sich der Konflikt selbst verselbstständigt. Oh. Was sich liebt, das neckt sich, sagt man zwar. Doch so langsam scheint es exzessiv. Oh, aber das ist alles nicht so, womit man eine Feinde behelligen sollte, nicht wahr? Hi. Ragnar, was säumst du noch? Brechen wir zum Parkplatz auf. Hm. Ciao. Ja. Sie sind auch zum Parkplatz aufgebrochen. Sollen wir uns auch noch dazu gesellen? Zelda, kannst du bitte deine Ocarina mitnehmen und dann zeigst du den beiden einfach, wie krass du mit der Ocarina spielen kannst? Und dann sind beide neidisch. Und dann bricht ein Krieg aus. Keine Ahnung. Was soll das denn? Wieso bist du auch hier? Um Latjabi-Jabi kümmere ich mich, also kannst du gleich wieder abschwimmen. Ganz im Gegenteil, deine Anwesenheit hier ist überflüssig, denn ich bringe hier alles in Ordnung. Yo, chillt mal, sonst spawn ich eine Bombenfisch vor euch. Typisch Kroscha, du willst mir wohl schon wieder in die Parade schwimmen. Ich möchte lediglich zum Ausdruck bringen, dass ich weit eher dazu fähig bin, Latjabi-Jabi zu besänftigen. Hättest du wohl gehört, ich werde ihn besänftigen, wie noch nie irgendjemand irgendwen besänftigt hat. Jetzt hängen sie schon wieder. Ein kleines Wörtchen reicht und sie legen sich schon wieder in den Schuppen. So wird das nichts mit den Besänftigen. Deine schiefe Trötterei wird Latjabi-Jabi höchstens in noch schlechtere Laune versetzen. Wieder verspottest du meine Musik. Wenn meine Klänge nicht gut genug sind, dann wird dein hohles Gezirpe erst recht nicht zum Durchdringen. Wie bitte? Und da dachte ich, selbst deine Unverfrorenheit hätte ihre Grenzen. Warum entscheiden wir es nicht hier und jetzt? Alle werden hören, wie wer die geschliffenen Melodien hervorbringt. Oh, so können wir es gerne machen. Wir spielen gleichzeitig los, bis einer flennt. In dieser Gemütslage gedenke, gemeinsam zu musizieren? Das kann auch niemand mal zum Erfolg hören, wenn mir diese Aussage erlaubt. Gib's auf. Wenn die beiden so drauf sind, dann sind sie nicht mehr zu stoppen. Die fette Tuba? Das war eine Marter für die Ohren. Gegeneinander musizieren, das kann doch gar nicht funktionieren. Uhu! Latjabi-Jabi! Er hat die Musik gehört und ehrt uns wieder mit seiner Anwesenheit. Latjabi-Jabi, wie fandet ihr meine Vorstellung? Das brauchst du ihn gar nicht zu fragen. Ist doch klar, dass mein Spiel ihm viel besser gefallen hat. Latjabi-Jabi, kannst du die bitte auffressen? Schweig still, Banause. Hä? Vor dich, Vektorchef! Verehrte Kuscha, zurück! Die Beute mit einem Haps verschluckt. Es gibt keine Zeit, um uns zu verlieren. Ich muss auf der Stelle, ich habe ja aber verfolgt und konnte mal retten. Hey, nicht Bodering, das ist unfair. Hm.
Freunde sind in Gefahr und du willst einen Wettstreit draus machen? Erster. Also wirklich, jetzt hat er sich vorgedrängelt. Ich hätte gern das Sora gewandt. Wieder keine Gelegenheit, mit ihnen zu sprechen. Wie sollen wir je das Tor aufbekommen? Was für ein Desaster. Hat Yabuyabu ist in hohem Fluss hochgeschwommen. Dort liegt doch das Volk des... Das Dorf des Flussvolks. So ist es. Das könnte übel ausgehen. Ja, aber... Wir müssen nur hier hoch, ne? Das reicht doch wahrscheinlich, oder? War das hier? Stimmen diese Sora überhaupt? Das kam von da drüben. Und wo? Ich weiß nicht, von wo das kam. Oh. Ich weiß leider nicht, von wo das genau kam. Papa und der Chef. Keine Angst, ich werde sie retten. Irgendwie. Was ist hier passiert? Oh, du bist es. Ich hatte Lord Yabuyabu zusammen mit Rat bis hierhin verfolgt. Aber Lord Yabuyabu hat so wild um sich geschlagen, dass mein Papa weggeschleudert wurde. Mitten in den Riss hinein. Als das geschah, trafen wir gerade hier ein. Doch dann weitete sich der Riss plötzlich Uhr aus. Beim Versuch, dieses Kind vor dem Riss zu retten, fiel Draht auch noch hinein. Lord Yabuyabu hat sich nun zwar zurückgezogen, doch Draht steckt in der Bredouille. Hier müsste ich einen Zugang öffnen können. Gefährten spüren. Sie sind hier an verschiedenen Orten eingeschlossen. Insgesamt 5 Stellen. Wenn wir sie alle befreien, können wir den Riss schließen. Alles klar. Soll ich erstmal nach oben gehen? Ich bin fast runtergefallen. Sollte vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Ich gehe erstmal hier lang. Oh, das war ja einfach. Oben kann ich noch lang. So krass mit diesen Rissen, ne? Aufsteigen! Ich hasse euch Mistkröten, ne?
Ich werde trotzdem getroffen? Ich hasse Octoroks in jedem Spiel. In jeder Form. Octoroks sind immer scheiße. Wie soll ich denn da hochkommen? Da komme ich ja gar nicht hin. Ich gehe mal hier runter. Oh, Level 2, ne? Okay, es war... relativ einfach, ja. So. Mir fehlt uns noch einer, ne? Ich habe das Bett gar nicht so aufgebaut. Oh. Den Sprung habe ich verkackt. Da ist er ja. Wir können ihn retten. Ja, ich weiß. So, hier. Gerettet. Wir haben alle meine Gefährten. Let's go. Dann mach mal. Sehr gut. Yo. Ich hab mehr Power. Nice. Wahrscheinlich wird jetzt auch noch die andere entführt, oder? 24 haben wir. Boah, wir müssen unbedingt Level up machen gehen, ne? Ich hätte noch einen mehr. Ein einziger fehlt noch. Dann könnten wir noch krasser abgehen. Oh, ich habe mich ja schon am Riss verschlucken lassen, was? Das hast du und uns allen damit viel Ärger bereitet. Du bist dieser Hylianin wirklich zu Dank verpflichtet. Oh, dein großes Rumgeblubbern kann ich verzichten. Halte doch die Schnauze. Chef, mit meinem Papa stimmt irgendwas nicht.
ins unendliche Nichts. Nimm meinen Kopf und geh dich weg. Ah. Hey, beruhige dich doch. Ah. Er dreht komplett am Wasserrad. Hey, da hilft nur eins. Na, wie fühlst du dich? Ja. Oh. Danke, es geht mir schon besser. Hey, die Klänge des Meerfalls schenken den Gemüt der Seelenstille des Meeresgrunds. Oh. Das war schon nicht schlecht. Oh. Verehrte Geschwara, wo seid ihr? Was ist geschehen? Die Abulabo zerlegt die Sora-Bucht. Ich komme sofort. Na, wahrscheinlich wird sie jetzt gefangen, ne? Ich komme mit. Oh. Ach, fast vergessen. Du hast uns gerettet, oder? Verrätst du mir deinen Namen? So, Zelda heißt du also. Hab ich den Namen nicht schon mal gehört? Ich würde mich gerne richtig bei dir bedanken, aber ich habe keine Zeit. Ich muss hinter Kushra her. Bin dir was schuldig. Okay. Und schon ist er weg. Wieder keine Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Aber die Musik eben war schön, nicht wahr? Wenn Kushra allein spielt, klingt es viel besser. Ja, das muss ich dem leider zustimmen. Tut mir leid. Aber ich bin sowieso einer, der lieber die Soras hat. Also das normale Sora-Volk. Weil die Fluss-Soras sind tatsächlich böse gewesen. Damals. In irgendeinem Teil. Ich weiß nur nicht mehr, welchem Teil. Aber es war so. Ja, die waren tatsächlich böse. Die waren tatsächlich böse. Und die normalen... Ach, die normalen Soras waren wohl auch böse, stimmt. Aber sie hießen damals Fluss-Soras. Auch wenn sie das Design von den normalen Soras hatten. Aber naja. So. Die Rubinchen hole ich mir noch. So, den Riss können wir später machen. Ich muss jetzt dahin.